soon. Ja, Leute. Irgendwie die Kälte macht den GoPro-Akkus zu schaffen. Ein Akku zu Hause, der hat gar nicht funktioniert. Jetzt habe ich zwei mitgenommen. Der eine geht die ganze Zeit aus. Und der, den ich jetzt drin habe, der ist quasi der neueste. Die anderen beiden Akkus, die jetzt gerade rumspinnen, sind von 2017, steht Datum drauf. Also gefühlt nach 3 Jahren sind jetzt beide Akkus im Arsch. Hab's mir mal gedacht, hab schon neue Akkus bestellt, die werden allerdings auch nicht mehr dieses Jahr ankommen. Und also GoPro-Akkus sind schweineteuer. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen im Schwarzwald. Der schwarze Wald, da hinten auf den Baumgipfeln ist sogar Schnee. Richtig schön. Hier unten allerdings nicht. Aber richtig schöner Tag heute, richtig schön sonnig. Und für alle, die sich beschweren, warum ich hier mit dem Roller rumfahre, hier fahren sogar Autos rum. Ne? Also nur zur Beruhigung für euch. Vorhin, wo ich die Zündkerze rausgeschraubt habe, boah, habe ich mich an der Hand verletzt. Irgendwie abgerutscht und an der Verkleidung die Fingerknöchel aufgeschnitten. Boah, das hat richtig geblutet, Alter. Jetzt habe ich 2 Pflasterchen drauf gemacht. Hoffe, dass ich mir nicht einen Handschuh voll blute. Wäre nicht so nice. Ich weiß auch gar nicht, wo ich rumfahre. Ich habe einfach mal Bock, ein bisschen raus, ein bisschen frische Luft atmen. Ihr seht ja, wir sind hier umgeben von Wald. Und die Luft ist hier richtig geil. Die Luft ist einfach so gut. Richtig lecker schmecker. Kann man in Flaschen abfüllen und an die Chinesen verkaufen. Die haben nämlich keine ordentliche Luft bei sich. Ja. Viele sagen ja oder hoffen ja, oh, 2021, nächstes Jahr wird alles besser. Ich weiß nicht, wird nächstes Jahr alles besser? Jetzt ist ja ein mutiertes Coronavirus aufgetaucht. Und Vogelgrippe, erste Fälle scheinbar sind jetzt auch aufgetaucht. Weiß ich nicht, ob nächstes Jahr alles so viel besser wird. Jetzt gibt es einen neuen amerikanischen Präsidenten, wo noch keiner weiß. Wird es ein guter Präsident oder ein schlechter Präsident? Am Anfang versprechen sie natürlich alle Politiker das Blaue vom Himmel, aber was sie im Endeffekt machen, wird es ein Präsident, der Kriege führt oder ein Präsident der Menschen? Man weiß es nicht, Leute. Nächstes Jahr auch Bundestagswahl, also ich glaube, nächstes Jahr ändert sich einiges. Und wie diese Corona-Sache und jetzt diese scheinbare Vogelgrippe-Sache, wie ich heute Morgen gelesen habe, ausgehen wird, weiß man auch noch nicht. Ja? Ich habe das Gefühl, das Ganze ist nicht überstanden. Ich habe das Gefühl, das Ganze wird noch... Da kommt noch was. Ja, Mann. Schaut euch das mal an hier. Da fährt man hier raus und dann sieht man das hier. Überlegt euch mal, stellt euch mal vor, ihr würdet hier wohnen, in diesem Haus. Würdet morgens auf diesem Balkon euren Kaffee trinken und hättet diesen fucking Ausblick, Alter. Krass, oder? Boah, ist einfach so schön. Boah, und hier riecht es nach Essen. Da macht jemand Mittagessen. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? Ich weiß gar nicht, ich habe gar keine Uhr. Infi, der Reiseführer. Barmersbach. I don't know Barmersbach. Bamersbach. Stellt euch mal vor, ihr wohnt hier. Da, in diesem Haus. Umgeben von Wald und Wiese. Scheiße, Alter. Boah, und es ist so sonnig. Die Sonne blendet fast schon ein bisschen. Muss ich mein Sonnenvisier runter machen, mein Sonnensegel. Ha. Ja, okay, nee, das ist kacke. Das ist dann zu dunkel. Boah, schön, schön, schön. Herrlich. Boah, und die Luft hier, Leute, die Luft. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach ein bisschen erschlagen von dieser Schönheit hier. Wird echt mal wieder Zeit, dass ich mal wieder ein bisschen raus bin. Hier ist so ein kleines Pausehütchen, da könnten wir anhalten und uns einen Kaffee machen.
Ich habe leider keinen Gaskocher dabei heute. Aber ist auch nicht schlimm. Beim Driving hier entlang. Bis ich wieder da im Wald lande, wo ich wieder Ärger vom Förster kriege. Nein, ich hoffe nicht. Ich werde nicht in den Wald fahren. Aber es gibt ja tatsächlich eine Straße, die führt durch den Wald. Und da fahren auch Autos. Die gibt es hier. Aber ich glaube, die finde ich nicht mehr. Komischerweise, wenn ich von der anderen Seite komme, dann finde ich diese Straße. Aber wenn ich von der Seite komme, finde ich diese Straße nicht. Ganz weird. Wingerbach. Das ist bestimmt auch so ein Dorf mit 3 Einwohnern vielleicht oder so. Irgendwie habe ich Bock, hierher zu ziehen. Genau hierher. Genau hier so ein kleines Häuschen suchen. Ich meine, ich wohne hier nicht weit weg, also es ist quasi eh um die Ecke. Aber dass man so eine Aussicht hat wie hier, da hätte ich so Bock drauf. Guckt mal, da oben auf dem kleinen Berg, ich versuche mal ranzuzoomen, da oben steht eine kleine Kapelle. Da oben auf dem Berg. Ist das nicht krass? Und hinten dran die Berge, alle voll mit Schnee. Es ist verdammt kalt. Aber echt schön. Die Sonne, ja gut, die versteckt sich jetzt gerade hinter den Wolken schon wieder. Nicht so schön. Also was mir wirklich, wirklich fehlt, so jetzt gerade in der aktuellen Zeit, ist einfach so der Kontakt mit Freunden. Jeder schottet sich irgendwie ab. Kino gehen am Wochenende, was trinken gehen in einer Cocktailbar oder so. Oder einfach durch die Stadt laufen, so das... Das fehlt einfach unheimlich irgendwie. So ein bisschen sozialer Kontakt fehlt wirklich. Hätte ich nicht gedacht, dass das mal irgendwann sage, aber der Kontakt zu Menschen fehlt mir. Ich kann zwar hier mit euch reden, aber ich höre nicht, was ihr sagt. Wenn ihr hier vor dem Bildschirm sitzt und dieses Video schaut, kann ich euch leider nicht verstehen. Ich muss hier ganz alleine rumfahren und selbst Gespräche führen. Leute, ich habe euch noch gar nicht gefragt, was habt ihr an Heiligabend so gemacht? Oder noch viel wichtiger, was gab es bei euch zu essen an Heiligabend? Heiligabend ist ja immer so gefühlt, die Leute sparen ein Jahr lang, nur damit sie an Heiligabend richtig was Krasses zu essen machen können. Also bei mir gab es, ich habe Kartoffelsalat selber gemacht mit Gürkchen und Ei. Und Geflügelwienerle habe ich gegessen. Und dazu habe ich mir Kevin allein zu Hause angeguckt. Und das war mein Weihnachten. Ja, ja. Ja, okay. Ich habe schon lange keinen Kartoffelsalat mehr gemacht. War Highlight. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr noch 1-2 Videos machen können. Wäre richtig cool. Allerdings mit dem Wetter muss man echt ein bisschen Obacht geben. Guck, wo bin ich hier gerade? Wo komme ich hier gerade raus? Oh nein, da vorne komme ich auf die Bundesstraße, da hinten komme ich auch auf die Bundesstraße. Blätzucker. Ich fahre nicht auf die Bundesstraße. Da fahre ich unten rum. Unten rum!